il vile bon, è un bel bicchier, è meglio una serva. Ja, die Lucetta, die nimmt eben alles an. Ach. Die sind so beleidigt, weil ich die Erste gewesen bin. Mit ihnen, meine Liebe, gebe ich mich es gar nicht ab. Und ich nehme auch von keinem was an. Was soll ich denn schon groß angenommen haben? Doch, meine Liebste, sie haben auch die Fische vom Jungen Meister Lofko angenommen. Ich, die Lügnerin? Oh, Schluss damit! Schluss damit, Schluss! Ja, Paul Fortunato. Vor Ihnen habe ich ja Respekt, weil Sie schon alt sind. Ja. Und weil Sie kecker Schwager sind. Mhm. Aber diese Hunde, diese Saukerle, die sollen es mir noch büßen. Donna Pasca, ich rede zu Ihnen, weil Sie eine vernünftige Frau sind. Bei Ihnen habe ich um Ihre Schwägerin Lucetta angehalten und bei Ihnen sage ich mich von ihr los. Was? Aus welchem Grund denn bitte? Aus welchem Grund? Aus welchem Grund, da fragen Sie noch? Oh, Lucetta! Die Arme! Nun geben Sie doch nichts auf den Klatsch! Ich weiß alles über Sie und ich kann mich nur darüber wundern! Sie ist bestimmt fort, um sich auszuweinen! Ja, wen wird sie schon beweinen? Vielleicht den Haubentaucher! Schwägerin Rosetta, den Umhang! Schwägerin Kecker, den Umhang! Was dauert das schon wieder so ewig lange? Beeilt euch mal! Schreie nicht so rum! Hast du noch alle? Wir kommen ja! Mann! Beeilt euch mal gefährlichst! Wir haben nicht ewig Zeit! Verdammte Frauen, verfluchte Weiber! Also wenn ich jetzt komme, dann gibt's aber etwas! Nicht urteilen. Ich bin Adjunkt und nicht Präsident und ich muss meinen Vorgesetzten Rechenschaft ablegen. Der Präsident ist in Venedig, aber er wird jeden Augenblick erwartet. Er wird die Beweisaufnahme einsehen. Sie werden mit ihm sprechen und auch ich werde mit ihm sprechen. Ich habe keinen Vorteil davon und will auch keinen davon haben. Ich bin ein Ehrenmann und ich setze mich gern für jedermann ein. Ich will Ihnen helfen, so gut ich kann. Sie sprechen als der echte Signore, der Sie sind. Und ich weiß durchaus, was ich zu tun habe. Ich will nichts für mich, sag ich Ihnen. Ach, kommen Sie, einen kleinen Fisch. Der Titanan hat genug von mir! Merkt ihr das? Der hat genug von mir! Dem mache ich mir gar nichts raus. Wenn er mich will, dann will ich ihn nicht mehr. Dem Fuchs sind wohl die Tauben zu sauer. Der wird das dreckige Luder von deiner Schwester heiraten. Du, nimm dich zusammen! Hallo, Chetta! Komm runter! Ich kann genug haben, wenn ich nur will. Ich weiß ja, dass du einen Beschützer hast. Halt den Mund! Das nimmst du zurück! Lucetta! Ich komm zu dir mal! Wie sie Angst hat. Dir bring ich die Angst schon bei. Quack, quack, quack. Ich geh jetzt. Dafür bin ich mir zu schade. Geh doch, geh! Und pass auf, dass sie dich nicht für verrückt erklären. Schnattergans! Plappermaul! Bäh! Dumme Gans! Oder süße Gesichtchen. Oh, das Herz, liebe Röschen! Ja, was ist das? Was hat man da noch nicht zu sagen? Zum Teufel mit dir! Geh und red mit der Kecker! Was ist das hier für ein Geschrei? Ach, ich mach mir nichts draus. Die hat sie nicht mal dabei sagen. Die Schutzgelder, die fließen auch nicht mehr wie früher. Einfach keiner mehr was hat. Und das Personal. Keine Achtung mehr. Vor der Familie, vor der Tradition.
unzuverlässiges Pack. Es wird also Zeit, neue Geschäftsfelder zu eröffnen. Da kommt mir dieser Schnüsel vom Adjunkt aus Venedig gerade recht. Er liebt Frauen und ein bisschen Luxus. Wir werden sehen. Einander aufrufen. Ich will niemandem Unrecht tun. Ich werde euch so aufrufen, wie euer Name im Protokoll steht. Kika ist die Erste. Wie groß wäre denn die Mitgift? Ich habe Zugriff auf einen Förderungstopf der EU. Aufvölkerung von ländlichen Regionen. So 5000 Euro müssten drin sein. Bei ein bisschen Entgegenkommen. Ach so. Ja. Der arme Sascha, glaubst du nicht? Denn? Und ihr selbst rein zum Beispiel, werden sie betreten nach uns. Ja, wir tun ihnen gar nichts und uns machen sie schlecht. Ja, die sollen erst mal nach Hause kommen. Ruhig, das sind sie. Sei still. Anständige Mädchen, lassen die Verlobten in Ruhe und stehen nicht den Bräutigam. Stehlen wir ihnen vielleicht etwas? Titanane ist mein Verlobter! Titanane hat sich von ihnen los. Oh, das ist doch gar nicht wahr! Die ganze Straße hat's doch gehört! Ja, ruhig, du Klatschmaus! Du doch ruhig, du verrücktes Frauenzimmer! Sieh dieses schlampe Gewalt! Jedenfalls er ist meine Schwester. Du bist doch gar nicht wert, meinen Namen auszusprechen. Ach, du armes Drecksmädel. Was hast du gesagt? Wetten, dass ich dich verprügel? Wen? Pfui, Teufel. Verdammte Weiber. Nichts als Gespräch und Gezetter hier. Das Sprichwort hatte schon recht. Mit Frauen hat man nichts als Zank und Ärger. Zank und Ärger. Zank und Ärger! Hast du nicht gerade gesagt, dass du die Kekka magst? Meine Treue, ja! Würdest du die denn zur Frau nehmen? Aber natürlich! Und ob ich sie nehmen würde? Ob ich sie nehmen würde? Will sie dich denn? Da fragen sie noch! Sie hat Worte zu mir gesagt. Worte, die kann ich hier gar nicht wiederholen. Ach, Bruder, Frieden, Freund! Hör auf! Ist das ein Geschrei und ein Zank, Bruder? Ich kann es dir gar nicht sagen. Was ist aus? Ja, geschrien haben sie und sind aufeinander los, haben sich verprügelt. Wer? Sie, ja. Was ich ihnen sage. Fahrt zur Hölle! Alle miteinander! Ich hab satt! Nur ihr serva che un cavalier pomidori in tell'orto intorceva la foglia le tose sul letto moria della gratta il vino è buon è un bel bicer è meglio una serva che un cavalier il vino è buon è un bel bicer è meglio una serva Le meglio una serva che un cavaliere.